eine Fotoausstellung, ich habe sie gerade erwähnt. Lutz Müller-Bohlen ist hier. Hallo Lutz. Hi Klaus, grüß dich. Ja, du bist ja als Fotograf. Ja, als Fotograf fotografiert man ja viele Dinge. Aber ich denke, man sucht sich doch vielleicht, die meisten würden sich immer die angenehmsten Dinge aussuchen zum Fotografieren. Die Hobbyfotografen fotografieren Urlaub, schöne Dinge, ihr Auto, ihr Pferd, ihr Computer. Du fotografierst auch hauptsächlich Musiker und Menschen, aber du bist auch an Orte gefahren, die dir als Hinterlassenschaft des Krieges zu nennen sind, also an Konzentrationslagern. Was hat dich denn zu so einem Thema bewegt? Gab es da eine Initialzündung? Warum ich das mache, kann ich niemandem erklären. Ich versuche das jetzt so inzwischen aufzuarbeiten. Das hat zum Teil mit der Auseinandersetzung mit meiner Familie zu tun. Meine Großeltern, die mir halt alle erzählt haben, dass sie von nichts gewusst haben und dass sie natürlich auch in irgendeiner Form Juden geholfen haben und das auch alles ganz furchtbar fanden und so weiter. Eine andere Fragestellung ist für mich eine Auseinandersetzung mit Gott, mit dem ich irgendwann gebrochen habe, an dem Punkt, wo ich in Auschwitz gestanden habe und einfach gesagt habe, sorry, nee, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, du hast schon zwei Orte genannt. Welche Konzentrationslager hast du da besucht, konkret? Bis auf Dachau war ich in allen Konzentrationslagern. Ja, ich habe auch einige besucht und wenn man das mal vom Fernsehen sieht, die Bilder am Fernsehen und mal Berichte, Dokumentation, ist das schon schlimm, wenn man selber vor diesen Orten steht. Zum Teil steht ja nicht mehr viel, also in Auschwitz gibt es ja eigentlich noch das Tor, geht es einem ganz schön nah. Und dann soll man noch fotografieren. Mit welchen Beweggründen geht man da rein? Was will man? Bist du überhaupt mit Beweggründen reingegangen? Was ich fotografieren will? Bist du mit einer Vorstellung reingegangen oder hast du erst mal dich umgesehen oder dir das angeschaut und dann gesagt, so mache ich's? Nein, ich habe das erstmal auf mich wirken lassen und musste erstmal für mich zusehen, dass ich mit meinen Emotionen klargekommen bin. Inzwischen kann ich mich an diesen Orten relativ emotionsarm bewegen, so furchtbar sich das anhört. Das bricht dann an ganz anderen Orten raus und ich habe alleine 3 Jahre für mich gebraucht, mit der Frage, schwarz-weiß oder Farbe zu fotografieren und habe vor 2 Jahren angefangen, Sonnenuntergänge und Aufgänge in Auschwitz in Birkenau im Vernichtungslager zu fotografieren, weil das einfach eine Form von Ästhetik ist, die es trotzdem gegeben hat für alle, nachdem ein Jude, ein Holocaust-Überlebender zu mir gesagt wurde, in Auschwitz wurde farbig vergast. Das war für mich eigentlich so die Initialzündung zu sagen, okay, ich traue mich und mache das inzwischen halt auch. Ja, wie viele Bilder hast du da gemacht und wie hast du die dann, als du die nochmal betrachtet hast, was ist denn da so nochmal durch den Kopf gegangen? Ich meine, andersrum als Fotograf ist man ja gewöhnt, man muss ja ein bisschen emotionslos erstmal fotografieren. Du bist ja auch ein Dokumentarist des Augenblickes und wahrscheinlich können ja auch die Fühle, muss man einfach mitunter draußen lassen. Und ich sag's jetzt mal böse mit der Kamera, wie man es auch schön sagt, raufhalten. Da hast du sicherlich nicht raufgehalten. Und das ist ja wahrscheinlich auch, wie ist es, wenn denn Besuchergruppen durch diese KZs gehen und man steht mit der Kamera? Du bist ja auch kein Tourist gewesen. Kommt man sich ein bisschen auch als Tourist vor? Oder? Nee, nicht als Tourist. Also ein wesentlicher Teil dessen, was ich tue, ist, dass ich auch Besucher in Auschwitz fotografiere. Die Schüler mit den Chipstüten, die Asiaten, die irgendwie an der Todesrampe posieren, lächeln und diese ganzen Sachen gehören für mich auch mit dazu. Aber was ein viel elementarerer Beweggrund für mich ist, ist, dass dieselben Geister, die damals diese Menschen verfolgt und vernichtet haben, heute wieder auf unserer Straße leben. Und dass ein ganzer Teil der Menschen, die hier auf diesem Platz sind, hier einfach nicht mehr wären, weil Menschen wie die NPD und die Rechten diese alten Geister wiederbeleben wollen. Und das ist etwas, was man sich wirklich klar machen muss. Und dieser Gegensatz ist für mich wichtig aufzuzeigen, dass diese Menschen halt immer noch unter uns sind und vor Jahren haben die Menschen sich noch unter Pseudonymen versteckt, inzwischen reden sie unter ihren Vollnamen. Und ich habe in meinen Facebook-Freunden, in Anführungsstrichen, bei deren Freunden die NPDler gefunden. Ich habe bei deren Freunden die russische Fraktion gesehen, die mit Hitlerbildern und Hakenkreuzen offen auf Facebook den rechten Arm erheben. Das ist unsere Realität, in der wir leben. Und wenn wir uns das nicht klar machen, wenn wir nicht endlich aufstehen gegen diese Menschen und uns zur Wehr setzen, dann werden diese Leute uns alle in irgendeiner Form in Linie trennen. Sie werden Menschen, die ihnen nicht genehm sind, aussortieren und genauso vergasen und umbringen, wie sie es damals gemacht haben. Und das ist etwas, was wir uns wirklich klar machen müssen. Ja, zumal ja diese Symbole auch laut Verfassung verboten sind.
Da ist man ja schnell dabei, wenn jemand mal einen Hammer und Sichel zeigt, da sind sie ja immer sehr schnell dabei. Und bei dem linken Auge ist man nicht so schnell blind wie auf dem rechten Auge. Das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Wo kann man deine Bilder weiterverfolgen und angucken? Meine Musikerporträts sowieso weltweit, weil die werden über die Deutsche Presseagentur vermarktet. Meine Bilder in meiner Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus und Konzentrationslagern. Da gibt es diverse Vorhaben, die ich mit Klaus Höss, dem Enkel des Auschwitz-Kommandanten, die letzten zwei Tage hier besprochen habe, dass wir da einiges tun werden. Wenn du es mir ganz kurz noch mal erlaubst, der Auseinandersetzung mit diesen Tagen hier ist ein Facebook-Posting von Wilfried Hasenpusch, der mich angeht, der mich beschimpft, nur um einfach mal deutlich zu machen und in welcher Form das inzwischen läuft, dass er mich beleidigt, dass er mich traktiert und ich ihn auffordere, lass dich nicht aufhalten, und er darauf antwortet, ich werde den Teufel tun, da warten Leute wie du ja nur drauf. Ein Tipp von mir, versucht es mal mit ehrlicher Arbeit, nicht mit Gelaber. Davon hat Deutschland langsam genug, es geht bergab und Sprüche bringen dieses Land nicht weiter. Das ist eine Form der Kultur in diesem Lande und des Miteinanders, wie Menschen miteinander umgehen. Und wenn wir uns nicht ganz massiv gegen diese Missstände zur Wehr setzen, dass dieses Pagida-Pack durch die Straßen rennt und gegen Ausländer wettert und so weiter, dann werden wir sehen, wie schnell es hier in diesem Lande passiert, dass diese alten Geister wieder an die Macht kommen. Ja, darum ist es auch wichtig, solche Veranstaltungen auch an solchen Tagen zu erinnern. 70. Jahrestag vom Faschismus hier in Europa. Die Nazis marschieren wieder, du hast es gesagt, mit Klarnamen und ja, Prozesse laufen und laufen und laufen. Die Leute werden nicht verurteilt. Es ist unfassbar eigentlich. Fehlen dann die Worte, man kann nur immer wieder appellieren, dass die Leute ein waches Auge dafür haben, lesen und vielleicht auch mal an ihre Politiker, ihre gewählten Volksvertreter rangehen und sagen, fragen, ey, was ist denn da los? Macht mal was. Oder schreibt Briefe und schreibt an Zeitungen und ans Fernsehen und macht den Druck eigentlich. Ich denke, es ist auch wichtig, einfach, dass jeder guckt für sich, was er dazu tun kann. In meinem Zelt, wo meine Fotoausstellung hier um die Ecke ist, ist eine Dame, die durch Deutschland reist, um Nazi-Parolen von den Wänden zu wischen, mit Putzeimer, mit Lappen. Die dokumentiert auch diese Dinge, die sie dort tut. Und sie hat zigtausende von diesen Schmierereien dokumentiert und auch weggewischt. Mit hohem Engagement. Jeder kann in seinem Rahmen etwas dagegen tun, dass sich diese Dinge in diesem Lande ändern. Und wenn wir es nicht schaffen, ein anderes Miteinander zu finden, und wenn wir es nicht schaffen, Menschen, die in dieses Land kommen, willkommen zu heißen, in einem der reichsten Länder der Welt, dann ist es eine Schande, dass wir es zulassen, dass diese Menschen auf die Straße gehen und gegen Ausländer und anders wirkende Menschen hetzen. Ja, danke nochmal, Lutz, für das Statement, das du hier abgegeben hast. Und du wirst wahrscheinlich weiter mit der Kamera unterwegs sein. Aber leider wird es ja auch immer gefährlicher, nicht? Kamera bei solchen rechten Demonstrationen mitzunehmen und zu überführen. Das ist ja gerade gesagt. Eine Kollegin, gestern waren 400 Nazis vom Reichstag. Und eine Kollegin von mir, eine Fotografin, die dort war, die ist dann geflüchtet, weil die Ordner dieser Faschisten sie gewaltsam zur Seite gezerrt haben, sie gewaltsam angegriffen haben. Das ist eine Realität in diesem Lande. Ja, also guckt nicht weg und dokumentiert das. Einschreiten ist immer gefährlicher, dokumentiert das selber, dass man so eine Leute schützen kann. Also ich weiß, wie man sich fühlt. Ich habe vor 5 Jahren eine Fotoausstellung zu dem Thema Neofaschismus gehabt hier in Berlin. Und diese Ausstellung hat unter Polizeischutz stattgefunden. Und ich habe das erste Mal für mich erlebt, was es bedeutet, auf die Straße zu gehen und nicht zu wissen, ob der Mensch, der gegenüber steht, ein Faschist ist, der einem was Böses will. Ich habe Angst um meine Familie gehabt und ich habe mir überlegt, ob ich meinen Gästen bei meiner Vernissage überhaupt zumuten kann, mit dieser Bedrohung zu leben. Und das ist Realität. Das Landeskriminalamt hat eine Gefährdeanalyse gemacht und Polizisten in Uniform haben meine Ausstellung beschützt. Das ist Realität in diesem Lande. Ja, aber es gibt auch eine andere Realität. Natürlich wir hier vom Friedens Festival, wir wollen uns dafür einsetzen, A, dass der 8. Mai als Feiertag, gesetzlicher Feiertag anerkannt wird, und wir kämpfen in Anführungsstrichen Frieden, aber für den Frieden kann man kämpfen mit friedlichen Mitteln, für ein Peace Center, ein Friedenszentrum hier. Das ist endlich in Berlin. Für alles hat man Geld, für den Flughafen. Schloss wird wieder aufgebaut.
Das wurde mit Steuergeldern viermal aufgebaut und zerstört. Die Leute, die daran gewonnen, verdient haben, dass so ein Krieg, dass das zerstört worden. Diese Leute sitzen wieder in den Etagen, Krupp und Konsorten, verdienen sich wieder dumm und dämlich. Und wir bauen es wieder auf mit unseren Steuergeldern. Unfassbar. Ja, aber dafür machen wir dieses Fest, um immer wieder daran zu erinnern. Lutz, nochmal trotzdem danke, dass du hier bist und deine Bilder zeigst. Und ja, wir werden noch viel von dir sehen, denke ich. Vielen Dank für die Einladung. Passt auf euch auf und achtet auf euren Nächsten. Schützt euren Nächsten und setzt euch dafür ein, dass diese Menschen hier in diesem Lande willkommen sind. Ja, danke.